Herzlich willkommen zurück, Leute. Neue Runde Fortnite Battle Royale, obwohl es keine Runde ist, sondern das Infovideo zum Battle Pass. Wie jede Season, heute mit dabei Kapuze. Guten Tag, hallo. Season 9 beginnt, die Zukunft naht. Ja. Oh. Ist nicht mein Thema, aber. Ach, so gut. Aber von den Sachen, die man ja leider immer sieht, bevor man überhaupt das Spiel starten kann, das läuft hier auch im Epic Launcher, läuft hier dieser Trailer schon. Sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Was bietet der Battle Pass? Wir drücken jetzt auf Battle Royale und dann müssten wir, glaube ich, sogar den Trailer sehen. Okay. Aber hier sieht man schon mal ein paar Skins. Alter, Ada Wong. Ja. Und Tracer. Ja. Oh, gerade laut. Ich höre dich eh nicht. Banane. Season 9! Yeah. Ja, hat er die Banane gekillt? Ja, ne? Er hat sie getroffen. Sie war im Dings da. Möchte ich mal kurz anmerken. Die Banane wurde einfach gefinished. Wie war das? Neuer Battle Pass? Ist schon cool, okay. Irgendwie. Das klicke ich aber weg, damit wir uns den manuell anschauen können. Ja, genau, mach ich. Ich gehe erstmal kurz auf Spielen, ganz normal, damit wir das neue Hintergrundbild sehen. Ah, ja. Also, ja, so ist es gerade. Was siehst du da hinten? Das ist ja wohl Lucky Landing fast, oder? Nee, das ist Tilted. Ja, aber es könnte Lucky auch sein, das Haus hier vorne unten. Aber ja, es wird natürlich wahrscheinlich Tilted sein. Sieht ein bisschen aus wie Overwatch. Da gibt es eine Map, die sieht genauso aus. Der Lee Jung Tower. Herausforderung erst. Lass mal, bevor wir den Battle Pass durchgehen, lass mal auf Herausforderung gehen. Okay, da gibt es nämlich was Neues. Die Fortbite, und dann die Fortbite, genau. Oh, wow. Und diese Dinger findest du überall. Diese Schlüssel, das sind 900 Puzzleteile. Ja. Und wenn du das hast, baut sich irgendwas zusammen, dann kriegst du irgendeine Belohnung. Wahrscheinlich ein Loading Screen oder sowas. Freischaltung, ein Tag, 3 Stunden. Moment. Das heißt, Puzzleteil 1 gibt's erst in einem Tag. Du kriegst aber manche. Achso, ja, wahrscheinlich. Nee, eins gibt es. Steht bei 1, Daten sind beschädigt. Bei mir steht bei 1, Award for Gaining 175.000. XP. Oh ne, das habe ich nicht. Steht bei mir nicht. Bei mir ist es so. Hast du 13? Oder 10? Ganz rechts oben ist bei mir 10. Nee, ich habe nix. Also, okay. Bei mir ist alles verschlossen. Okay, alles beschädigt noch. Hast du den Battle Pass gekauft? Achso, okay, vielleicht deswegen. Dann hast du das denn schon gemacht? Ich habe den jetzt gerade einfach nur 10. Ich habe aber Collect All und vorhin gemacht. Vielleicht ist es deswegen, aber probier's mal, weil. Zusammen mit dem Battle Pass verfügbar Utopia. Das ist ja der neue Skin sozusagen. Dingenskin. Ist auch wieder bei den Challenges, ist klar, immer. Okay. Die alten Challenges sind noch verfügbar, sehr gut. Oh, Blingrella in. Moment. Ha? Ah, den anderen hatte ich fertig. Ich habe gesehen, wo ist der Ruin, dachte ich. Also da ist wirklich keiner weg. Ist bei dir noch der Pirat da? Lol. Nee. Hattest du den fertig? Ich war mir nicht sicher. Ich dachte aber, der bleibt auch. Blingrella ist ja da. Wahrscheinlich wirst du den fertig gehabt haben. Vielleicht, aber... Da können wir das gucken. Wir können nachher dann vergleichen. Naja, Weil das okay, hier sind ja... Da gehen wir doch lieber erst auf den Battle Pass. Da sind ja 100 Skins. Battle Pass. Erwerben. Genau. Den Battle Pass mit 25 Stufen mache ich. Ja. So, wir haben den Battle Pass gekauft. Damit ist der Battle Pass ausgelöst. Was wir jetzt freigeschalten haben, das gucken wir eh manuell nach. Deswegen hier wegklicken. Jetzt gucke ich auch noch mal ganz kurz bei den Herausforderungen, ob da jetzt ein Puzzleteil verfügbar ist. Ja, ich sehe jetzt auch Puzzleteile. Hast du das erste und das zehnte, links oben, rechts oben? Hast du dieselben? Ich habe das... Boah, da steht die Zahl nicht dran. Ich habe das 44. Oh, okay.
Ah ja, gut. Ja, okay. Okay, auf jeden Fall, hier gibt's Puzzleteile und da kommt irgendwas bei raus. Bin gespannt, was das ist. Mal schauen, was es ist. Das ist neu. Battle Pass. Gehen wir auf Seite 1. Ja. Da gibt's die Rocks. Ja. 11 Designs hat sie. Ja. Oh, das erste ist kacke, das zweite ist cool. Das zweite mit dieser coolen Hose da ist cool. Oh, die ab 5 kriegt sie einen Helm und dann ändert sie die Farben wahrscheinlich. Ah, ist es dieser Helm, der bei den Vaulting war? Weißt du, bei diesen Unvaulting sie? Das ist doch derselbe Helm gewesen. Ja. Das ist derselbe Helm, ja, ja. Und ja, okay, dann ändert sie irgendwann die Farbe. Also sie hat erstmal ein normales Skin, dann kriegt sie neue Hose. Okay. Dann haben wir Optimus Prime. Jawohl, das ist ein Chicken, oder? Es ist doch ein Hähnchen. Ein Roboterhühnchen. Auf jeden Fall, der hat in der Hinsicht hat er nichts. Ist aber okay. Oh, neue Trails, die Neonröhren, die sind ganz cool. Neon-Tipps, ja. Ja, und jetzt kommt was Cooles Neues. Ja, ich sehe es rechts unten. Das sind Erntewerkzeuge, Äxte, super nice. Einfach mal eine neue Animation zum Abbauen. Stelle ich mir schon geiler vor. Oh, also, Laserschwert ist coming, glaube ich. Also, jetzt neue Seite. Okay, ja. Loading Screen von der Boden ist Lava. Oh ja, okay. Ich finde immer cool, dass die auch dabei sind. Und dann Tanz, yay. Yeah. Ja, da ist so ein bisschen wie du, ne? Also, so weit gestern wie Pikachu war es so, gell? Der Yay. Ja, ist ein Pikachu. Justice als Musikhit und der Turbodrall als Gleiter, der passt zu dem Charakter, zu dem ersten. Ja, ja. Okay. Ist okay. Seine okay. drei. Ja. Da gibt's den Bärtigen, ja. Achso, Leute. Ah, ja, Bananenlackierung. Ja, nee, ja, doch, die Reifeprüfung. Okay. Oh, die wird auch anders. Ja, schau, das ist genau. Je länger das Match geht, desto ranziger wird deine Waffe. Genau, geil. Dann gibt's den Feldfliegergleiter. Ja, einer für die Army-Charakter, der Hightech-Fighter. Okay. Aber und der Bartmann. Bunker Jonesy, ja. Guck mal, cool. Der hat ja sogar deinen Namen. Was ist cool, wär, wenn das auch so ein Changeable-Character wird, ist ein Bart, wird immer länger, je länger das Spiel dauert, weißt du? Schon irgendwie super doof. Doof, aber lustiger Charakter. Ich finde ihn echt cool. Also den finde ich sehr cool, den Charakter. Nächste Seite. Ja, okay. Impuls. Coole Trails wieder, passt zum Setting. Die Trails sind cool, ja. Dann eine Katze, eine mechanische und ein Dance. Der Gackerschritt. Oh ja. Kann man den, glaubst du? Kannst du laufen, also, steht sogar, da. Steht sogar, ja. Oh. Und verflucht als... Cursed. Ja, das ist halt so Metallding. Ja, okay. Seite 5. Okay. Ja, boy. Ein Frisbee als Spielzeug. Okay, nice. Okay. Finde ich gut. Finde ich immer gut. Neue Hintergrund-Dingsi. Speck. Und also Speck. Beton-Dingsi. Der Steinhammer da. Ja, genau. Der Scharlachschlag. Ja, okay. Basic-Leiter. Aber muss nicht unbedingt schlecht sein. Manchmal finde ich ein Basic-Leiter. Jetzt kommt eine coole Lackierung auf der nächsten Seite. Die Total Tilted. Aber weil die so anders aussieht. Ja, die sieht voll. Und ein neuer erstmal noch die Posaune. Ja, Sad Trombone. Ja. Ja, ganz gut. Und Vega, also Tracer. Oh, ja, voll. Ja, die Hose. Die ändert sich. Die Hose. Was kann die? Ja, Farben einfach nur. Ja, aber mit der gelben Hose sieht sie aus wie cool, Tracer. Finde ich cool. Ich finde jetzt cool, dass sie alle auch immer eigene Posen haben. Das ist irgendwie ein cooles Ding. Weißt du? Okay, weiter. Nächste Seite. Alles Banane als Trail. Jawohl, das ist cool. Afterburner Musikkit und ein neues und ein Mikrofon. Hammer. Achso, ja. Ein Mikro als Pickaxe. Ja, es gibt ja das von der Rockstar-Dings und jetzt gibt's das. Ja. Okay, weiter. Neue Lackierung. Die ist auch gerade. Die ist ganz cool. Die finde ich ganz cool. Dann gibt's die Katze in Schwarz und den dann den Schildwirbel als Emote. Ja, das ist cool, ja. Das ist ganz nice. Das ist echt cool. Ja. Den kannst du aber nur erlauben, wenn du auch wirklich gewinnst, ja. Okay. Seite 9. Ja. Die Frisbee besser. Oh, die ist geil, die Frisbee. Ja, die sieht cool aus. Und dann gibt's den Dude. Status. Und der ändert sich. Ich würde aber gerne sehen, wie er sich ändert. Ja, das können wir gleich gucken. Achso, stimmt. Ich glaube, das Lierne wird leuchten. Ja, vielleicht. Okay, Seite 10. Schon immer löchriger. Aber ich bin gespannt, wer der Letzte ist. Okay, Emote? Ja. Emote? Was ist mit dem Emote? Weil da ändert sich auch irgendwas. Was ist nochmal das Symbol? Unten links, an dem Emote siehst du diese drei Punkte. Das heißt, dass irgendwas mit dem Emote ist. Animiert. Ach, das ist ein animiertes Emote. Animiert heißt das. Ja, das Auge geht auf. Okay. Ja, der Dings, der Lightning Strike ist cool. Alter, der ist krass, ja. Damit sieht man dich aber auch. Und der Rächerhängegleiter. Ja, okay. Der erinnert mich sehr an den, was wir schon hatten. Ja, okay. Vorletzte? Ne, ich bin auf 11 von 13. Ja, 11, vorletzte. Ja, okay. Sturm.
Ja, könnte ja, cool Heat, sein. Ja, und Surrender. Dann Ada Wong als Storm, Character. Alter, sorry, Storm. Oh ja. Ja, das ist Ada Wong. Den Roboterarm, das ist cool. Aber der ändert sich nicht, gell? Nee. Ja, aber da kriegst du noch irgendwann. Und ja, vorletzte Seite das ist noch nicht ja? zu Ende. Ja, ja, ich weiß. Plasma die Trails. Oh, die ist geil. Nice. Wow, ja, die ist cool. Und der Tanz. Laidback Shuffle. Den ja. kommt mir aber irgendwie bekannt vor. So hassen wir schon. Ich hab dir den Überblick verloren, so ein bisschen. Okay, aber gut. Ja. Und bist du bereit für das letzte? Bist du bereit? So, drei. Das war richtig geil. Zwei. Eins. Go. Okay. Erstmal das vorletzte. Ja, ja. Da gibt's den Sentinel im Dunkel. Dark. Okay, das ist der Rooster im Dunkel. Okay, ja. ja. Das sind nicht, guck mal. Ich stell dir vor, der Sentinel ist der blaue Skin von dem Omega-Skin. Und du kriegst als 100er Skin nicht den einfach in schwarz, so wie es in der 1 Season war. Ja. Weißt du, da war der Omega ja der letzte gewesen, damals. Ach so, ja. Und jetzt ist das hier der 99er, die böse so, Version. Und es gibt noch einen Skin. Ja, und stimmt, was ist es? Vendetta. Vendetta. Wie verwandelt er sich? Der Dude. Ja. Oh, er kriegt erstmal Leder. Ist ja böse, glaubst du? Ab 3 ist schon nice. Das ist der. 3, 4, ja. Ah, dann okay. brennt die Schulter. Ja, okay. Und dann ja, mit die immer... Farben. Ja, okay. Ja, Version ja. 7. Kann komm, man gib mir den Cape. 8. Nee, will er nicht kriegen. Aber der 9. hat ja noch Extras. Stimmt, ja. Okay, okay. Also ja, der okay. böser Shogun, der Vendetta. Ja, ist ein Roboter. Okay, und jetzt gehen wir auf Challenges. Und jetzt ja, scrollen wir nach rechts. Ja. Und jetzt gucken wir einfach mal an, was die Rox bekommt. Ach so, ja. Die Rox bekommt schon ihre Äxte als Pickaxe-Werkzeuge. Ach so, lol. Die hat, genau. Ja, ich sehe. So ja. kriegst du und, okay, und sonst andere Farben für alle Outfits. Du kannst ja. die ganzen Farben. Okay, ja. aber sie bekommt noch die Pickaxe. Ja, ist cool. Ist cool. Und der Tanz hat sie auch noch. Oh, echt? Ein Peace Tanz? Out. Also so ein ja. Mode halt. Peace stimmt. out. Peace, Leute. Okay, ja. der Sentinel bekommt Flügel. Das ist geil. Oh, ja, das ist der ein Rucksack ist nice. Former, ne? Ja, das ist ein cooler Skin. Und ein Jetsprung-Emote. Hä, aber hat den jeder dann? Weißt du, was ich meine? Weil bei ihm macht es Sinn, dass er den hat. Weil der Boden kommt beim Feuer raus. Weißt du, was ich meine? Also bei den Füßen kommt beim Feuer raus. Weißt du, was ich meine? Wie meinst du, hat den jeder? Naja, hat diesen Mode, kann ich den mit jedem Skin machen? Ja, aber weil bei ihm kommt Feuer aus den Füßen raus, was Sinn also, macht, weißt ja, was ich mein? Du, so, bei machen, so einem okay. FBR-Agent irgendwie, okay. Okay, da der Bunker nix. Jonesy kriegt ja, auch seine Pickaxes und einen ja. Umhang, ja, einen ranzigen. Ja. Ja. Aus geil, der Bananenschale. Die Banane ist die Banane. Ja. Geil. Hart. Ein guter Freund. Hart, ja. Richtig hart. Aber die eine Banane, okay. Vega. Vega, ja. In meiner okay. Machete als Machete. Okay, ja. Und noch so. Eine Pickaxe. Ja, okay. ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja. Der Stratus kriegt ja. einen Leiter. Dazu der auch so einfach bisschen. In seiner Farbe und einen Rucksack. Ja, okay. Passt. Lola ist aber da hinten drauf. Ja. Er sagt einfach, wo die ganzen Leute sind. Er sagt, wo die Leute sind. Ja. Okay. Ada Wong. Davy, ja. Bei, also einmal. Ah, oh, das eine ist für den Rücken. Achso, da war man nicht hier. Das Chakra da. Und das ja, andere ja, ist Scarlet Edge. Okay. okay. Ja. Vendetta bekommt noch. Natürlich mehr Farben, okay. ist klar. Ein Cape. Er kriegt ein Cape. Ja. Und okay. eine Pickaxe. Ja, ein kleines ja. Mini-Cape nur, ne? Ja. Okay, das sind die Skins. Ach so, das war's schon. Okay, das war's. Ja, das ja. war das, was vorne gerade. Wie findest du's? Ja, auf den ersten Blick sieht's doch ein bisschen mehr nach Änderung aus. Also es wirkt so, als wenn es doch mehr Änderungen gibt, als ich gedacht habe. Ja. Ich bin gespannt, wie es in-game aussieht. Das werden wir natürlich dann auch noch rausfinden. Da bekommt ihr dann auch noch die Infos, Leute. Also, nächster Part lässt nicht lange auf sich warten. Wenn ihr euch den Battle Pass ebenfalls holen wollt, dann gebt doch gerne den Creator-Code Dalukan ein, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten schauen wir uns doch mal an, was die neue Season so zu bieten hat. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr schon an Erfahrungen mit der neuen Saison gemacht habt. Lasst es uns wissen. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Schaut doch bei Kapuze vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.